Permafrost. Robustes Schild der Schatten. So, aha. Es erhöht irgendwie alles. Ich würde das aber. Oder doch lieber das, weil da macht mehr Stärke, aber das macht auch gleichzeitig mehr Abklingzeit. Ja, doch, ich glaube, ich bin eher dafür. Sehr geiler Scheiß. Jetzt passt das auch irgendwie mehr zu unserem Brustgedönse da. Bada boom, baby. So, warte mal, wo war denn jetzt das nächste Teil, was man hier oben in die. Ach ja, da. Da war ja noch eine Kiste, die man sprengen kann. Das heißt aber jetzt. Das kann ich nicht wiederholen? Okay. Wir müssten mal weiter. Inzwischen heilen wir uns mal kurz, solange uns nichts angreift. Nix. Und da drüben? Ne. Gut. Ach, guck mal da. Was ist das denn? Hoch die Tassen. Artefakt komplett. Du schuldest mir noch Informationen. Danke. Es ist vollbracht. Asgards Befestigung ist undurchdringbar. Nur die Zugänge, die Odin kontrolliert, sind noch versperrt. Die Plage der Toten wird uns nicht erreichen. Auch müssen wir die warnen. Ach, das wird so geschrieben. Okay. Nicht fürchten. Der edle Thor muss davon erfahren, denn seine Zeit naht in Allvaters Plan. Der Rabenwächter. Er scheint ja sehr überzeugt von sich zu sein. Oder zumindest von Thor. Das, was ich bis jetzt so gehört habe, muss. Also finde ich, ist Thor ein richtiges Arschloch, genauso wie Odin und der Rest der Sippe. Was ich schade finde, weil eigentlich. Waren die gar nicht mal so schlecht. Zumindest in den Filmen immer. Mythisches Schulterstück der Klarheit. Oh, das haut mir aber ganz schön viel Runenzeugs weg. Aber das könnte ich rein theoretisch wieder da reinholen. Pass mal auf, wir probieren jetzt mal Folgendes. Runencraft. Wo ist es? Runencraft. Nochmal Runencraft. Warte mal, das ist aber schon ausgerüstet. Wir nehmen mal das mit rein. Ach, guck mal, da ist noch plus 4. Und das hauen wir auch noch mit dazu. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal komplett lila an, würde ich sagen. Ach nee, guck mal einer an, wer da schon wieder hämmert. Entschuldigung. Oh, hallo. Wusste gar nicht, dass ihr vorbeikommt. Ach, tu dich nicht so. Brustrüstung, die verbessern wir. Yeah, Stufe 5. Hüftrüstung, verbessern wir.
Nein. Für Zufriedenheit garantiert. Hüftrüstung, Axtknauf. Ne, warte mal, stopp, hier waren wir doch, ne? Oh, wolltest du was sagen? Nee? So, pass auf. Dann verkaufen wir das da. Ein Glück, dass ich über seltene Gefragte fällt. Das da, komm weg. Das kommt auch weg. Warte mal, Artefakt. Achso. Zauber, nein, die behalten wir. Ressourcen, die behalten wir auch. Kaufen könnte ich jetzt was. Aber der hat tatsächlich schlechtere Sachen als der andere. Wahrscheinlich, weil ich da unglaublich wenig bei dem verkaufe. Willst du dir nicht lieber von meinem Bruder helfen lassen? Nein. Und zurück zu dir. Was eine Überraschung. Fester Stahl. Gucken, ob wir jetzt vielleicht was kaufen können, das da so ein bisschen besser ist. Das wäre halt pervers mit plus 14 Schaden zusätzlich oder Stärke zusätzlich. Aber ich glaube, ich bleibe lieber bei der Rüstung, die ich jetzt habe. Kann wohl nicht weiterhelfen. Oh, der ist immer noch so Depri. Können wir das bitte ändern? Der tut mir voll leid. Ich habe den eigentlich gemocht. Und jetzt ist er voll der Weinerli. Das war so klar. Alter, was ist das für ein Vieh? Hallo? Eine schöne Bescherung. Was zur Hölle hat mich jetzt bitte schön getötet? So, das probieren wir nochmal. Die blöden Mistviecher. Die haben ständig auf mich geschossen. Jetzt. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Weltenstaub, legendär. Sehr geil. Schade, ich dachte eigentlich. Dass eventuell den Kleinen seinen Bogen das auch zum Explodieren bringt, aber anscheinend nützt das nichts. Ah, Chiffre. Aua, aua, aua. Brennt noch. Aha, und wegen dem Heilungsding bin ich jetzt da hochgelatscht, aber ist super. Die Kiste ist offen. Da hier gibt's nichts mehr. Das heißt, wir klettern dann wohl mal eine Runde nach oben. Alle hopp. Alle hopp.
genau, das kleine war gut, das reicht. Kommt schon, ihr zwei. Das Schweigen ist ja unerträglich. Schon gut, wir sind bloß konzentriert. Gut, von der Tür da hinten sind wir ja gerade erst, oder sind wir eigentlich gekommen, deswegen gehe ich da jetzt nicht wieder zurück. Im Gegenteil, ich gehe ja nach vorne, damit wir das jetzt auch endlich mal erledigt haben hier. Tja, und so schnell macht man sich einen Weg nach oben frei, wa? Jetzt sind wir gleich da. Endlich. Junge, die Rune. Dann mal mit deinem Messerchen. Der macht's natürlich mit seinem Blut. Super. Na? Alter, wie oft muss ich das nochmal machen? Hä? Geschafft. Das reicht, der Riesen. Prächtig, nicht wahr? Ich erinnere mich. Bruder, Vorsicht! Vermisst? Lauf, Junge! Über die Brücke! Lass sie gehen! Nimm mich dafür! Ich tue, was immer du... Ganze Zeit dachte ich, ich bräuchte dich! Aber du bist nutzlos. Offenbar ist der Junge der Schlaue. Reiß ihn doch einfach mal auseinander. Oh nein, das Tor ist im Arsch. Das habt ihr super gemacht. Hat der das wirklich gerade gesagt? Verschwinde, Junge. Ja, unbedingt, Kleiner. Lauf weg. Lass Papa die ganze Drecksarbeit tun. Lass los! Ruhig, Junge. Du bist noch nicht so weit. Ich bin bereit. Und ich dachte, meine Familie wäre total verkorkst. Dein Vater hat recht, Junge. Du bist längst nicht so weit. Wärst du jetzt so nett und hältst das für mich? Danke. Du bist so... Atreus! Ein Drache. Weißt du nicht, wann es genug ist? Muss ich da eigentlich irgendwas machen? Bleib weg!
so! Matratze neu bezogen. Gibt's denn sowas, Alter? Das war jetzt vielleicht ein bisschen sehr unklug. Guck mal, der kommt auch runter. Ach, der rennt von selber. Die Brücke öffnet, wird dich Asgard mit all seiner Kraft überrollen. Es ist vorbei. Wirklich? So sei es. Nein! Hör mir zu! Lass sofort los, oder ich töte ihn. Du weißt, ich meine es ernst. Was hast du getan? Junge! Komm schon! Junge! Ich bin hier! Beweg dich nicht! Du hörst mir jetzt zu und sagst kein Wort! Ich bin dein Vater und du, Junge, bist nicht du selbst. Du bist hitzköpfig. Du bist frech, ungehorsam und außer Kontrolle. Das dulde ich nicht. Du ehrst deine Mutter und wirst diesen Pfad umgehend verlassen. Es ist nicht zu spät. Dieses Gespräch ist nicht vorbei. Wir sind nur deinetwegen hier, Junge. Vergiss das niemals. Da gehe ich aber noch nicht lang. Zweite Runde. Sehr schön. Warte mal, wir sind jetzt wieder in Helheim, oder? Da unten ist eine Kiste. Und ich habe beim Herfliegen auch noch eine gesehen. Und da unten ist eine Runenkiste. Okay.
ist das kalt. Das ist Hehl? Nicht nur Hehl. Der schlimmste Teil von Hehl überhaupt. Ich sehe ein Boot. Bring uns hin. Es bringt uns nur halb bis zu Tyrs Tempel. Aber zumindest bringt es uns weit weg von hier. Seit 1000 Lebzeiten hält der Brückenwächter schon die Lebenden von hier fern. Aber jetzt, wo du ihm das Herz rausgerissen hast, sind wir hier. Schon komisch, der Lauf der Dinge. Also, du gehst mir überhaupt nicht auf den Sack, ne? Entschuldigung. Junge. Das war nicht ich. Nee, werden dann. So, wie komme ich jetzt darüber? Nee, warte mal. Da muss ich lang. Da will ich aber noch nicht lang, weil ich da noch nicht lang will. Weil ich erst die Kiste haben will. Deswegen gehe ich da nicht lang. Genau. So, dann bedienen wir uns derer erstmal. Na komm, wirf, los, trau dich. Ha. Ich. Aber wir sind Götter. Wir tun, was immer wir wollen. Wende dich ab, Junge. Das sagte ich zu deiner Mutter, bevor ich sie besorgt habe. Kann nicht sein. Das war ich nicht. Denke jetzt nicht daran. Nicht hier. Ja. Wir müssen weiter. Ja. Natürlich war er das. Wer sonst hätte das gemacht? Oder machen sollen? Oder er ist... von irgendwas... besessen oder irgendwie sowas. Kopf, was war das? Nicht nur die Alten und Kranken kommen nach Helheim, auch Verbrecher. Hel darf keinen Unterschied machen zwischen uns und jenen, denen diese Visionen Qual sein sollen. Wie beenden wir es? Indem wir Hel verlassen. So schnell wie möglich. Ich lasse mich nicht davon quälen. Wie du gesagt hast, Mimir, es war nur ein Trugbild. Das war nicht ich. Nein, aber es zeigt, wer du neuerdings geworden bist. Hör zu, ich weiß, ich habe uns das eingebrochen. Wir bringen uns auch wieder raus. Immer ich bin. Ich bringe uns hier raus. Du tust, was man dir sagt. Vielleicht ist das nicht, wer ich bin. Das sollte es aber sein. Jetzt lenk mich nicht weiter ab. Er könnte ja auch mal echt netter sein, ohne Scheiß. Ich glaube, wir kommen dann nur von der Seite irgendwie da runter. Ich will ja nicht hetzen, aber schneller. Ich muss nachdenken. Das ist jetzt eine gute Frage. Wo kriege ich jetzt das zweite Dingens her? Kommt man hier irgendwie runter?
Also, ich spüre meine Finger nicht mehr. Müssen beide Windfallen gefüllt werden? Ja. Aber sag mir mal, wo ich die zweite herbekomme. Hier gibt es ja jetzt nun nicht sonderlich viel. Arbeitsraum, sag ich mal. Oder besehe ich einfach mal wieder irgendwas? Irgendwie check ich es gerade nicht. Hier ist keins mehr. Hä? Nee, warte mal, das ist falsch. Woher kriege ich die zweite Windfalle? Vielleicht von hier oben, dass ich was sehen kann? Nee. Nicht. Aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass ich jetzt von Gott weiß woher diese eine Windfalle da rumzerren muss. Von hier gibt's ja auch gar keine mehr. Oh, guck mal da unten. Na komm. Naja, du Pfeifenheinz. Scheiße. Jetzt hat. Schon mal gut. Eins von drei Siegeln habe ich schon mal erwischt. Ist nur die Frage, wie ich da hinkomme. Muss ja irgendwie von hier aus dahin gehen, oder nicht? Hier gibt's nichts zum Runterklettern.